Ersten Folge der Bär Show. Ja, hallo und willkommen zur Bär Show. Folge Nummer 2. Ja, willkommen zur dritten Sendung der Bär Show. Ja, willkommen zur vierten Folge von Die Bär Show. Ja, hallo, willkommen zur fünften Folge der Bär Show. Ja, willkommen zur sechsten Show der Bär Show. Ja, willkommen zur siebten Bär Show. Ja, willkommen zur Bär Show, ja. Ja, willkommen zur zehnten Bär Show, ja. Willkommen zur elften Bär Show. Willkommen zur zwölften Bär Show. Ja, willkommen zur 13. Bär Show. Willkommen zur 14. Bär Show. Dobrunok und willkommen zur 15. und zum ersten Mal aus dem Ausland berichtete Bär Show. Willkommen zur 16. Bär Show, ja. Willkommen zur 17. Bär Show, ja. Willkommen zu einer Nachtausgabe der Bär Show. Zähl bis 10 und dann will ich euch springen sehen. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Willkommen, Moment, das Licht, Moment, das Licht, ich muss das Licht einstellen, ich bin Chef von allem sozusagen. Ich muss ja, also es wird keine 2 Stunden Folge werden, aber guckt mal bitte auf die Uhrzeit, da wartet doch keiner von mir, oder? Habt ihr das gehört? Habt ihr es gehört? Also ich meine das habe ich gemeint. Habt ihr es gehört? Nein? Ich habe heute keine Emotionen. Habt ihr es nicht gemerkt? Nein? Ja, wir müssen jubeln übrigens hier. Ne? Ich habe gestern, was habe ich gestern nicht gesagt? 2 Goldmedaillen? Ich habe doch gesagt, wir holen 2. Haben wir geschafft. 2 Vielseitigkeitsrennen haben dazu beigetragen. Habt ihr das verstanden? Ja? Okay. Ach ja, ich muss ja noch feiern. Oh, Gold! Einmal Gold! Oh, 2-mal Gold! Oh, Silber! Oh, nochmal! mal Silber. Bronze. Okay. Okay. Ich lese heute ein ganz simples Programm. Ich lese euch heute Witze vor. Mal gucken, ob ich was Gescheites finde. Was richtig schön Gescheites. Jetzt habe ich... Ich lese euch Anti-Witze vor, weil die sind anscheinend lustiger, wurde mir gesagt. Okay. Das fängt ja gut an. Mann zum Bäcker. Ich hätte gerne 30 Brötchen. Bäcker, nehmen Sie doch 40, dann platzt die Tüte. Es ist durchsichtig und riecht nach Karotten. Ein Kaninchenfurz. Rotkäppchen geht allein in den Wald. In den dunklen Wald, muss ich noch sagen. Auf einmal hört sie im Busch irgendwas rascheln. Sie geht hin. Sie schiebt die Äste und so alles beiseite. Und dann sieht sie vor sich den bösen Wolf. Und dann sagt sie zu ihm: Oh, böser Wolf, warum hast du so rote, große Augen? Da sagt der Wolf: Hau ab, ich bin Kacken. Geht ein Buckliger zum Bäcker, sagt: Oh, ich hätte gern ein Brot. Ich hätte gern ein Brot. Sagt der Bäcker: Na, schluck doch erstmal das alte runter. Nicht unter. Das ist mein Humor. Ich furze gerne und zwar braun. Der ist schon bei meinen Top 5 dabei. Oh Gott. So, doch. Was ist weiß und stört beim Essen? Ich habe das, glaube ich, gerade ein bisschen halber noch vor Sachen genuschelt. Was ist weiß und stört beim Essen? Habt ihr mich verstanden? Was ist weiß und stört beim Essen? Eine Lawine. Alle Kinder heißen Franz, nur nicht Gunther, der heißt Josef. Das ist so blöd, ey. Das ist blöd. Mann in der Metzgerei. Guten Tag, ich hätte gerne 150 Gramm Leberwurst von der groben Fetten. Sagt der Metzger: Tut mir leid, ihr habt gerade Berufsschule. Mann will furzen, kackt aber. Das ist nicht so ein Witz. Oh, das ist was für mich. Da steht was mit dem Bär, deswegen. Fängt der Bär an zu gehen und furzt stattdessen. Soll ich ihn gerade gucken noch hier? Was ist 30 Meter lang und stinkt nach Urin? Polonaise im Altersheim. Schreibt euren Lieblingswitz dann bitte rein, ja? Ich gucke nach Bärenwitzen, weil es geht ja heute wieder um die Bär Show, also Bärwitze. Bärwitze erzählt. Bärenwitze. Das finde ich schön. 11 Witze über Bären. geht ein Jäger auf die Bärenjagd. Nach einer Weile sieht er einen Bär und schießt. Als sich der Rauch verzieht, bemerkt er, dass er den Bären verfehlt hat. Plötzlich tippt ihm der Bär auf die Schulter und sagt, entweder ich knall dich oder ich bring dich um. Okay, knall mich, sagt der Jäger. Danach geht der Jäger verärgert nach Hause und schwört sich selbst, den Bären am nächsten Tag zu töten. Am nächsten Tag geht er wieder los. Er sichtet den Bären und schießt wieder auf ihn und trifft wieder nicht. Der Bär tippt wieder an seine Schulter. Entweder ich darf dich wieder knallen oder ich bring dich um. Der arme Jäger lässt sich wieder knallen und kehrt nach Hause. Diesmal erwische ich diesen Kackbären bestimmt, sagt er vor sich hin und geht am nächsten Tag wieder auf die Jagd. Sieht wieder den Bären. Schießt aber wieder daneben. Der Bär steht wieder hinter ihm und fragt, du kommst wohl nicht zum Jagen in den Wald. Fehlt nur, dass da steht, hier ist meine Nummer oder sowas. Sitzt ein Hase auf der Lichtung, kommt ein Reh vorbei und fragt den Hasen, warum schaust du denn so traurig? Heute Morgen kam der Bär vorbei und hat mich gefragt, was ist das für ein Deutsch? Heute Morgen kam der Bär vorbei und hat mich gefragt, ob ich fussele. Ich habe Nein gesagt. Und er hat mich als Klopapier benutzt. Am nächsten Tag sitzt das Kaninchen auf der Lichtung. Das Reh kommt vorbei und fragt, warum schaust du heute so fröhlich aus? Heute hat der Bär den Igel gefragt und er hat Nein gesagt. Ein Hase wird von einem Bären durch den Wald gejagt. Auf einmal macht es Pling und eine gute Fee erscheint. Sie verspricht jedem 3 Wünsche, die aber nicht wieder rückgängig gemacht werden können. Der Bär wünscht sich als erster was. Ich wünsche mir, dass alle Bären in diesem Wald Weibchen sind und ich bin der einzige Mann. Pling, so passiert's. Der Hase, ich wünsche mir ein Motorrad. Pling, steht ein neues Motorrad vor ihm. Der Bär wieder, ich wünsche mir, dass alle Bären in ganz Europa Weibchen sind und ich bin der einzige Mann. Pling, so geschieht's. Der Hase, ich wünsche mir einen Motorradhelm. Pling, er hat einen neuen Helm in der Hand. Der Bär wünscht sich seinen letzten Wunsch. Ich wünsche mir, dass alle Bären auf der ganzen Welt Weibchen sind und ich bin der einzige Mann. Pling, der Hase steigt aufs Motorrad, setzt den Helm auf, startet es und spielt mit dem Gas. Dann sein letzter Wunsch. Und ich wünsche mir, dass der Bär schwul ist. Ach gut. Was haben wir noch? Gibt es hier einen kurzen Witz? Anscheinend nicht. Ach so, es gibt ja mehrere Seiten, cool. Das ist ja noch länger. Gut. Wie heißt ein Bär, der eine Eistüte in der Hand hält? Eisbär. Und wie heißt ein brauner Bär? Braunbär. Und wie heißt ein roter Bär? Himbeer. Wie heißt ein Bär, der fliegen kann? Hubschrauber. Seien Sie kreativ. Laden Sie Ihre Freunde und Bekannten doch mal zu einer Gummibärenparty ein. Die Herren bringen die Gummis mit und die Damen die Bären. Der war nicht gut. Der war überhaupt nicht gut. Entschuldigung, aber der war echt nicht gut. Ja. Langsam neigt sich ja schon diese elendlange 20. Show dem Ende entgegen. Bittere Momente für mich. Nicht wirklich. Aber ich habe mir gesagt, was lohnt sich, wenn ich jetzt schon wieder ein Special mache? Ich habe erst nach der Folge 10 eins gemacht, also mache ich erst wieder eins in 30 Sendungen. Ich weiß nicht, ob ich noch 30 Sendungen mache, aber wenn ich noch 30 Sendungen mache, mal gucken. Aber fürs Erste sage ich jetzt einfach mal Tschüss und bis dann, euer Bär. Na, mach aus! Komm, ich will pennen.